So, schönen guten Tag. Michael Hollanz hier wieder von Sound of the Movies. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, den deutschen Oscar-Gewinner Gerd Nefzer. Gerd, schön, dass du die Zeit genommen hast, dass ich heute auch besuchen durfte. Und heute werden wir über einige deiner Projekte sprechen, auch über deinen Oscar-Gewinn. Und vielen Dank, dass du mich hier empfängst. Ja, ich bedanke mich auch, dass du hier bist und dass ich mich auch mal auf YouTube, auf der Plattform tummeln kann. Genau. Ein bisschen sprechen kann. Ist eigentlich das erste Mal, das meistens war jetzt Fernsehen oder so, oder ganze Sendungen, wo ich war. Okay, super. Immer mal was Neues. Ja, bei diesem Job ist immer was Neues dabei. Gerd, du bist ja mittlerweile sehr erfolgreich. Ja, du hast einen Oscar gewonnen, du hast einen BAFTA gewonnen, du arbeitest in unheimlich großen Projekten mit, aber du kommst ja eigentlich aus einem ganz anderen Feld. Du hast ja eigentlich Agrartechnik studiert, wenn ich mich recht erinnere. Genau, ich bin klassischer Bauer sozusagen mit Weiterbildung. Also ich habe eine ganz normale Lehre gemacht als Landwirt, habe dann 1,5 Jahre als Geselle gearbeitet auf einer Pflanzenzuchtfirma und habe dann den Agrartechniker noch gemacht in 2 Jahren, 4 Semestern mit Abschluss. Also ich bin nicht ganz studiert, aber gelernter Bauer. Und wie kamst du dann zum Filmgeschäft, zum Bereich Special Effects? Ja, wie viele zum Filmgeschäft kommen, also ich bin auch so ein typischer Quereinsteiger. Mhm. Habe da damals die richtige Freundin kennengelernt, die auch jetzt meine Frau ist, also Frauen, mittlerweile haben wir auch 2 Kinder. Und durch deren Schwiegervater, also durch meinen Schwiegervater sozusagen, ihr Vater, bin ich ins Filmgeschäft gekommen, weil der arbeitet schon im Filmgeschäft seit den 60er Jahren. Okay. Allerdings nicht in dem Bereich Spezialeffekte, sondern die Firma hat praktisch angefangen mit Picture Vehicle, also mit historischen Fahrzeugen, historische Fahrzeuge an Filme zu verleihen. Und dann auch Filmwaffenbetreuung vor Ort. So hat sozusagen die Firma angefangen und so war auch mein Anfang. Also mein erster Film war so Die Rote Erde in München. Das ist eine Fernsehserie, damals bekannte Fernsehserie. Also über 30 Jahre. Und da habe ich sozusagen als Armorer gearbeitet, also bei dem Film, die Waffen betreut. Die Sicherheit der Waffen. Genau. Also der sichere Umgang mit den Waffen am Dreharbeit verantwortlich. Das war aber nur ein kleiner Bereich und der Hauptbereich war eben diese Picture-Regel, diese Autos, also die Oldtimer betreut und dann auch den Schauspielern das Fahren mit Oldtimer beigebracht. So war das Ganze angefangen. Super. Und du hast ja dann auch, ich glaube 1991, an einer Serie gearbeitet, die Strauß-Dynastie. Vor langer Zeit. Wenn du diese Zeit Revue passieren lässt, Special Effects damals im Vergleich zu heute, egal ob jetzt, sage ich mal, an Filmen oder an Serien, inwiefern hat sich dieses Geschäft verändert, was die Effekte, was den Einsatz von Effekten betrifft? Also Big Budget erstmal ausgeklammert, das ist klar, aber im Allgemeinen. Ja, da hat sich natürlich sehr vieles geändert. Also viele Sachen sind auch geblieben. Ja, aber man ja nach wie vor, ich mache ja nach wie vor auch Fernsehserien oder meine Firma, bin ja nicht alleine, wir sind ja ein Team. Genau. Das Team hat auch den Oscar gewonnen, also ich habe ihn in Empfang genommen, aber es war ja eigentlich, oder ist, Teamarbeit. Ja, natürlich hat sich die Branche komplett geändert, ja. Ich sage mal so, für Fernsehserien, das fangen wir mal da an, wo ich auch angefangen habe zu arbeiten, ist einfach das Budget viel kleiner geworden im Vergleich zu früher. Dann die ganze Actionwelle, die es eine Zeit lang gab für Serien. In jeder Serie gab es irgendwie eine Schießerei oder einen Autounfall oder sonst irgendwas. Da ist meiste davon weggefallen. Ich glaube, im deutschen Fernsehen gibt es ja fast nur noch eine Actionserie. Und der Rest ist alles klein, klein. Also, und man kann eigentlich auch, oder wir und auch viele Kollegen können eigentlich vom deutschen Markt nicht mehr leben. Es gibt nur ein paar Einzelkämpfer, die können von deutschem Fernsehen leben, ja, oder Fernsehfilm und dann war es das auch. Das hat sich schon dramatisch geändert. Und auch die ganze Technik, ja, und die Technik in unserem Bereich, Spezialeffektbereich, im Kamerabereich, im Lichtbereich, im Computerbereich, da hat es den meisten Fortschritt gegeben, ja, in der Bildbearbeitung mit Computer, also das ist steil nach oben gegangen. CGI. Genau, CGI. Wobei
ich muss auch sagen, viele denken, ja, die Filme werden, da wird nur noch Computer gemacht. Es ist aber nicht so. Es ist nach wie vor, also ganz, ganz oft so, dass die Regisseure, Kameraleute einfach in Kamera drehen wollen. Also wenn da eine Schießerei ist, dann wollen die Einschüsse sehen, ja, oder wenn es regnet, dann wird der Regen produziert, ja, nicht, genau, nicht am Computer. Der Computer wird dann verwendet, um das besser aussehen zu lassen, oder natürlich die sogenannte Set Extension, wo man dann zum Beispiel nur ein Haus baut und die Stadt dahinter wird dann mit dem Computer reingesetzt. Also da hat sich viel, viel getan, und auch natürlich in der Filmqualität hat sich viel getan. Ja, früher hat man alles auf einzelnen Bildchen gedreht, wie man das vom Foto kennt. Ja, Foto belichten, genau, ja, und dann hat man das gesehen. Heute wird das meiste digital gedreht, weil es eben danach bei der Bearbeitung einfacher ist und die Digitalqualität mittlerweile so gut ist, dass man fast keinen Unterschied mehr sieht. Stimmt, genau. Früher haben auch dann die Cutter oder die Editors hatten ja quasi diese Geräte, mussten wirklich jeden einzelnen, jede Filmrolle schneiden. Ja, ja, und klar, heute jeden Filmschnipsel, ja, jedes kleine Foto, und die, genau, haben noch den Film zusammengeklebt, auseinandergeschnitten. Genau. Das war noch Cutter, heute sitzen die am Computer, genau, und schneiden den Film, was natürlich viel, viel einfacher ist, weil es viel, viel schneller ist. War früher so, die Schneidetische, so waren riesige Tische, da waren die Filmrollen, genau, drauf, und dann, genau, haben die das laufen gelassen, hat der Regisseur gesagt, stopp, dann haben sie die Schere angesetzt, haben das 2 Meter Film rausgeschnitten, wieder zusammengeklebt, dann haben sie sich nochmal angeschaut, dann sagt, nee, das könnte man es doch nicht, wieder 2 Meter angeklebt, also das war auch noch Handarbeit, und heute, das wird alles am Computer gemacht. Wobei ja auch viele Regisseure, Steven Spielberg, noch Tarantino, beide drehen ja noch auf herkömmlichem Material, bekommen dann aber eine digitalisierte Version des Films, um zusammen schneiden zu können. Also so wurde mir das mal erklärt. Ja, das stimmt. Bedingt einmal eine digitale Version, um es schneiden zu können, genau, und dann brauchen die eine digitale Version, um das bearbeiten zu können, weil mit Filmmaterial ist eben so, wenn du das digital bearbeiten willst, musst du jedes, ja, Bild einzeln ausbelichten, auf dem Computer einlesen, ja, wie man zum Beispiel auf dem Computer ein Bild hochlädt, dann wird das Bild bearbeitet und dann musst du das wieder ausbelichten auf Filmmaterial. Also auch der Kostenfaktor ist da natürlich ganz anders. Ja. Aber trotzdem, ich muss schon sagen, ich bin immer noch so ein alter Zelluloid, also ein Filmfan, weil wenn man mich genau darauf achtet, ist es einfach ein schöneres Bild, und die ganzen Tiefenschärfen und so die Kleinigkeiten oder auch die unregelmäßigen, nicht ganz das ganz perfekte Bild, ist einfach interessanter, wie heute die Computer, oder die digitalen Dinge, aber das sind Nuancen. Wie bist du denn nach Hollywood gekommen? Du hattest ja weiter noch an deutschen Filmen gearbeitet, Rossini, Anatomie, aber auch in den frühen Mitte der 90er, 95 schon auch an Rob Roy, mit lieben Regie Michael Caton Jones, den ich erinnere. Wie kam es dazu? Wie hast du den Fuß quasi in die... Also erstmal kam ich da nicht allein dazu, ja, das ist unsere Firma, die da dazu gekommen ist, auch hauptsächlich mein Schwager, der auch schon seit über 35 Jahren aber Spezialeffekte macht, der hat auch in Wien gearbeitet bei einer Firma, hat es dort gelernt. Rob Roy ist eine ganz lustige Geschichte, weil da sind wir dazu gekommen, die Mutter zum Kind, wie man so schön sagt. Da kam einfach ein Anruf, also mein Schwager hat einen Anruf bekommen, wann habt ihr denn Zeit oder was macht ihr denn gerade? Und er hat dann gesagt, naja, im Moment, ja, dies und jenes, aber im Prinzip haben wir Zeit. Ja, ob wir nicht Lust hätten, nach Schottland zu kommen und dort die Spezialeffekte für Rob Roy zu übernehmen. Und dann hat er gesagt, ja, natürlich, können wir machen, wann soll man denn kommen? Naja, wäre schön, wenn er morgen in den Flieger steigt und kommt. Dann gesagt, getan, am nächsten Tag dann im Flieger gestiegen, parallel LKWs geladen, ja, irgendwie 6, 7, 8 oder 10 Mann angerufen, habt ihr Zeit, morgen geht's los, ja klar. Und haben dann erst später erfahren, dass sich der Michael Caton Jones, der ja auch Schotte ist, und der hat sich mit dem englischen Spezialeffekt so zerstritten, dass der englische Spezialeffekt sozusagen ausgeflogen ist von heute auf morgen. Okay. Und die haben dann ganz schnell Ersatz gesucht. Und da war ein deutscher Kameramann damals, ich glaube, und Karl-Walter Lindenlaub ging das. Und der sagte, genau, ich kenne da jemanden in Deutschland, die Nefzers, ruf doch mal an. Und so ist man da dazugekommen. Also es war jetzt mehr oder weniger ein Zufall oder ein Glücksfall. Und so sind wir eigentlich auch zu den anderen Filmen gekommen, ja, durch Empfehlung von Produzenten oder
oder von Ausstattern oder von Filmarchitekten, die einem empfohlen haben. Also mit Werbung oder mit großen Internetauftritten kommt man im Filmgeschäft nicht weit. Also bei uns ging es wirklich durch Empfehlungen. Ich habe jetzt auch zum Beispiel Blade Runner. Das war eine Empfehlung von einer Produzentin von Tribute von Panem. Die kannte den Produzenten von Blade Runner und die haben telefoniert und sie sagte dann, ach du, da gibt es jemanden in Deutschland, die sind gut und ruft doch die mal an. Und das war dann ähnlich. Und dann klingelte das Telefon und war der Produzent dran, kam die gleiche Frage, was machst du das nächste halbe, dreiviertel Jahr? Nix. Hast du Lust? Und ich habe dann gefragt, ja für was? Nein, kann man nicht sagen, ist geheim. Ich muss erst einen Vertrag oder ein NDA unterschreiben. Genau, ja. Und so lief das dann. Super, Wahnsinn. Wenn du dir den Hollywood-Markt anguckst und mit dem deutschen vergleichst, also jetzt nicht nur was das Budget betrifft, Hollywood ist ja, sage ich mal, viel Budget aufgeblasen, sage ich mal. Die haben natürlich ganz andere Gelder als wir in Deutschland. Würdest du aber sagen, es gibt einen Unterschied, was die Arbeitsweise per se betrifft, wie man in Hollywood arbeitet im Vergleich zu Deutschland beim Dreh? Ja, da gibt es schon kleine Unterschiede. Ja. Also dieses First AD, also dieser Regieassistent, genau, ja, hat sozusagen im internationalen Geschäft oder im amerikanischen Hollywood-Geschäft ein bisschen eine andere Aufgabe und Verantwortung als ein deutscher Regieassistent. Ja. Die meisten ADs sind dann auch Mitproduzenten. Ja. Also die haben eine unheimlich wichtige Stellung. Und das ist im deutschen Film nicht ganz so, wobei sich das auch ein bisschen geändert hat. Und dann gibt es also so kleinere Dinge wie eine Aufnahmeleitung, die gibt es im internationalen Bereich nicht. Also es sind so Dinge, die einfach anders sind, aber das kommt auch daher durch die schiere Größe von den Projekten. Ja. Ja. Wenn man jetzt einen internationalen Kinofilm hat, dann arbeiten da halt 300, 400, 500 Leute dran. Ja. Und an einer Fernsehproduktion arbeiten 50, 60, 80 Leute. Ja. Und da kommt schon mal der Unterschied her und natürlich dann natürlich auch durchs Geld. Aber ich sag mal so, von der Arbeitsqualität, vom Wissen, vom Können, glaube ich, stehen wir als deutsche Filmemacher den Hollywood-Filmemacher nicht hinterher. Die haben halt natürlich, wenn ich nur sehe in meinem Bereich, ja, ich kenne den Spezialeffektor sehr gut, der die ganzen Marvel-Filme macht, ja, ja. Also der macht halt das, was ich jetzt zweimal gemacht habe, hat der halt schon 100-mal gemacht, ja. Weil da eben einfach die schiere Menge und die Größe ist da ganz anders wie bei uns, auch vom Equipment. Wir haben schon ein riesen Lager und eigentlich alles an Equipment, was man so braucht. Aber wenn man das dann rübergeht, über den Teich, ja, und da schaut, dann denkt man, Wahnsinn. Ja. Ist halt alles größer und mehr, ja, aber qualitativ muss ich sagen, nicht unbedingt besser oder schlechter. Aber okay, da ist man schon auf einem Level. Gab es in deiner Laufbahn schon mal Situationen, als du mit deinem Team einen Spezialeffekt geplant und vorbereitet habt und ihr musst dann trotzdem nochmal umschwenken, weil auch der Regisseur zum Beispiel mal sagte, das können wir so nicht machen oder das könnte brenzlig werden in der Situation? Gab es das so? Also, das gibt es dauernd. Also es gibt es an jedem Drehtag fast, ja. Okay. Man muss ja einfach dann auch zum Beispiel auch ganz schlicht und einfach auf Wetter oder auf Wind reagieren. Ja? Wenn man jetzt Wind macht und der Wind kommt von links, und der Regisseur will auch dann Wind von rechts gekommen haben, ja, dann geht es halt zu einem bestimmten Punkt mit den Maschinen, aber dann irgendwann ist es vorbei, weil die Naturgewalt ist einfach größer wie unsere Windmaschinen oder stärker natürlich und kräftiger. Und auch so dann, aber am Tag, wir haben schon die tollsten Sachen da erlebt, man muss einfach flexibel sein, dann sagt der Regisseur, ach, also die Richtung, wo jetzt den Schnee einen Tag lang gedresst hat, das gefällt mir eigentlich nicht so, weil der Baum da hinten passt nicht dazu, ich gucke jetzt einfach in die Richtung, ja. Dann steht man da und denkt, oh Mann, so und dann, okay, dann Maschine an und die andere Richtung dressen, so gut es geht. Also es gibt immer Sachen, wo man ändern muss und natürlich wird auch immer mehr auf die Sicherheit geachtet. Ja. Und man kann ja nur sagen, also den und den Effekt mache ich, das und das kann passieren, ja. Und dann muss jemand anders entscheiden, ob sie da einen Schauspieler davor stellen oder nicht. Ja. Das kann ich nicht entscheiden, das will ich auch nicht entscheiden, ja. Aber bei jedem Einschuss oder bei jedem, ich sag mal, kleineren Sturz, den Schauspieler macht oder, sag mal, eine Mauer runterspringt, besteht einfach das Risiko, dass er sich verletzt. Sieht man jetzt ja auch beim James Bond. Der Daniel Craig hat sich, ich glaube nicht mal beim Drehen, aber er hat sich verletzt und konnte irgendwie zwei, drei Wochen nicht drehen. Das ist natürlich ein gigantischer Verlust, weil da stehen absolut da 400 Filmarbeitende, die nichts drehen können. Ja? Also wie gesagt, es gibt, man muss bei dem Geschäft immer flexibel sein, auch
Das war jetzt dieses Wochenende. Ja. Wir hätten Samstag heute sozusagen nicht gedreht, das stand auf keinen Plan. Und am Mittwochabend oder am Donnerstag hieß es dann, haben wir noch eine Szene, die ist ganz wichtig, die müssen wir jetzt noch drehen. Und dann wurde mal schnell der Samstag aufgemacht. Ja, natürlich. Also man muss einfach, wenn man bei dem in der Branche arbeitet, ist Flexibilität das Wichtigste. Und das merkt man auch an vielen von unseren Zuliefererfirmen oder an der Industrie oder an Firmen, wo wir unser Material kaufen oder Sachen machen lassen, ja, die haben ganz andere Arbeitsmuster, ja, und da fehlt oft die Flexibilität. Und ich kenne auch eine Firma, mit der wir ganz oft zusammenarbeiten, im Hydraulik- und Elektronik- und Steuerungsbereich. Der Chef, der kommt immer und sagt, das gibt es so nicht, das hat jetzt in 3 Wochen hier gebaut, da würden wir ein Dreivierteljahr dazu brauchen. Ja. Das ist, also beim Film muss man flexibel sein, man muss schnell reagieren, man muss kreativ sein, aber es gibt halt einfach auch Momente, da steht man dann auch noch da und sagt, sorry, also das kriegt man jetzt irgendwie nicht mehr hin. Oder man muss ja einfach sagen, das ist einfach jetzt zu gefährlich, ja, eine komplette Explosion jetzt irgendwie kurz vor Drehen, um mal komplett umzubauen oder viele Explosionen sind ja auch mittlerweile alle getimed, ja, auf die Millisekunde hin, ja, und auch selbst da Timings zu ändern oder was ganz anderes dann am Tag zu machen, da muss man auch mal sagen, also es geht jetzt nicht, ja, da brauchen wir einen halben Tag oder einen Tag Zeit aus Safety-Gründen und dann, dann wird man da auch meistens erhört, entweder man kriegt dann die Zeit oder man macht es dann eben so, wie man es geplant hat. Aber manchmal, weil manchen Sachen darf man sich von Regisseuren nicht verrückt machen lassen. Also wir haben bei Die Hard auch eine ganz große Autoexplosion gehabt mit 3 BMW, die da explodiert sind, Autos, und hatten alles fertig gemacht, wie es besprochen war. Und da kam der Regisseur und hat dann ein riesen Theater veranstaltet. Ja, nee, das ist jetzt so, und warum fliegt die um die Zahl, das Timing, das funktioniert ja alles nicht. Und ach, so wollte ich das gar nicht. Und baue das um. Und dann sage ich, oh, du, John, das geht jetzt nicht mehr. Ach so, der Mist, so ein Kack, aber auch, ja, dann drehen wir es halt so, wie es ist, ja. John Moore, ja. Ja, genau. Alles klar. John Moore, ja. Und es war dann vor der Explosion ein riesen Affenzirkus, ja, und dann, okay, jetzt machen wir das so. Und wenn es ihm gar nicht gefällt, dann machen wir es nochmal, ja. Und dann hat man das gemacht und dann ist schon von seinem Stuhl aufgesprungen und hat einen Freudentanz aufgeführt. Ist super geil, tolle, super Explosion und ganz klasse, hat jeden in den Arm genommen, ja, und sich gefreut, weil es eben einfach gut aussah. Und ich muss auch sagen, die Explosion sah auch gut aus. Das war nicht so eine klassische Feuerexplosion, sondern da hat man wirklich gesehen, die Kraft von dem Sprengstoff, wie sie Autos zerfetzt hat. Das hat wirklich super ausgeschaut, auch die Kamerafahrt. Also ich muss wirklich sagen, es war so eine der schönsten Explosionen, die wir je gemacht haben, und John war total happy. Ja. Sehr schön. Aber das sind dann einfach so riesige Stresssituationen, auch noch, wenn man eh schon Stress hat mit einer Explosion. Ja. Ja, und dann kommt noch sowas obendrauf, das sind dann so die Momente, wo man sagt, ich gehe nächstes Jahr in Rente. Super. Könntest du mir den Unterschied erklären, oder unseren Zuhörern den Unterschied erklären, zwischen Practical Effects und Visual Effects und normalen Special Effects? Ich versuche es mal zu erklären. Es wird immer wieder verwechselt. Alle denken, Special Effects sind am Computer. Ja, genau. Nein, wir schreiben am Computer nur Rechnungen oder machen Zeichnungen. Also im Prinzip ist es einfach alles, was direkt vor der Kamera am Drehtag passiert. Wenn es da regnet und der Regen wird gemacht mit Regenstangen, wenn da was explodiert und da explodiert was, wenn sich da ein Raumschiff bewegt und es bewegt sich mit einer Mechanik. Das sind physikalische Effekte, also Special Effects. Alles, was am Computer gemacht wird, sind die sogenannten Visual Effects. Und es wird oft verwechselt. Und die Visual Effects werden rein am Computer generiert. Ja, das sind am Computer generierte Effekte. Egal was es ist, mittlerweile kriegen die fast alles hin, und es jetzt Feuer, Schnee und ja, ist. Ja, also da ist mittlerweile viel hat sich da bewegt. Aber trotzdem, viele wollen es einfach noch in Kamera drehen. Einfach, stellt euch jetzt mal vor, ihr seid Schauspieler, ja, und ihr sitzt an einem Drehort also zwei Situationen, einmal ein Visual Effect lastiger Film und einmal einer, der Practical Effects macht, ja, und du sitzt dann zum Beispiel einmal in einem grünen Zimmer
Da ist vielleicht noch ein Stuhl, da ist in grün. Ja, das sind keine Requisiten, da gibt es keinen Raum. Und da drin ist eine Schießerei. Also es kommen drei Bösewichte rein und schießen da Okay, um ja. sich, ja. Und es gibt Einschüsse überall, ja. Und jetzt musst du als Schauspieler darauf reagieren. Jetzt hast du einmal deine grüne Box, da kommen drei Schauspieler rein, die haben Plastikwaffen in der Hand. Und vielleicht gibt es dann noch über den Ton ein Pum, 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 Pum oder sowas. Ja, und der Genau. Regisseur sagt, du musst jetzt hier in Deckung gehen, weil da fliegt was. Geh hier in Deckung, ja. Oder du bist Schauspieler, du sitzt in dem Raum und da kommen drei Leute rein, die schießen mit Platzpatronen und um dich herum fliegen die Fetzen. Ja? Es ist einfach, also jeder Schauspieler ist da froh, wenn er sowas zum Spielen hat. Oder viel, wenn man so Raumschiffe sieht, das ist ja oft nur Visual Effect. Ja, das ist praktisch wie beschrieben, ein grüner Stuhl und da sitzt er auf dem Genau. Wackelpodest. Vielleicht hast du noch eine grüne Box drumherum und dann wackelt es. Und du musst so spielen, wie wenn du jetzt da die Dinger drückst irgendwo am Raumschiff oder den Steuerknüppel. Und du hast wirklich einen Teil vom Raumschiff gebaut auf einen Flugsimulator. Du kannst die Bewegungen machen, du kannst die Bewegungen spüren. Ja. Das darf man nicht vernachlässigen oder nicht vergessen. In CGI gab es ja, sage ich mal, große Fortschritte, aber auch im normalen Effektsbereich. Aber mir hat auch mal jemand erklärt, dass man heutzutage einige Dinge via CGI durchführt und plant, die man früher per Hand gemacht hätte. Hattest du derartige Erlebnisse, dass man jemand gesagt hat, das machen wir lieber per Computer und du sagtest, nein, warum? Können wir doch alles per Hand machen? Gibt es solche, oder gab es solche Ja, Situationen? solche Situationen gibt es fast täglich. Auch täglich, Ja, ja. natürlich. Also es gibt, der Zeitfaktor ist natürlich auch Ja, immer ein natürlich, Faktor. klar. Ja, jetzt zum Beispiel jetzt Thema Einschüsse, komme ich wieder zurück. Um sowas zu präparieren, ja, um jetzt sage ich mal 100 oder 500 Einschüsse zu präparieren, das ist bis zu einer Woche beschäftigt. Ja. Und dann kannst du es einmal machen. Und wenn du dann eine Wiederholung machst, musst du die ganzen kaputten Requisiten, Wände, das muss alles weg. Dann müssen wieder neue Wände hin. Ja. Dann dauert es 2, 3 Stunden, bis man die Szene wiederholen kann. Ja. Und da ist es dann auch oft so, dass man praktisch die Einschüsse dann einmal macht. Und wenn es dann, wenn die Szene aber dann noch 3, 4, 5 Mal gedreht wurde, dann werden die Einschüsse CG, also mit dem Computer gemacht, Normal. weil es einfach ein Zeitfaktor ist. Ja. Dann hat man es einmal gemacht, die können die Einschüsse dann über den Computer wieder einbauen in die Szene oder wenn mal was schief lief, da kann man Fehler ändern. Genau. Also solche Situationen hat man ganz oft. Welcher Film würdest du sagen, war bisher das schwierigste Projekt deiner Laufbahn? Da gibt es viele. Also für mich das schwierigste Projekt war, muss ich wirklich sagen, war Inglourious Okay, Quentin Tarantino. Basterds. Wir hatten ja bereits darüber gesprochen, ich bin auch enormer Fan seiner Filme. Und Ich auch. sein neuester läuft bald an, Once Upon a Time in Hollywood. Und Inglourious Basterds, würde ich sagen, ist einer seiner drei besten Filme. Also für mich persönlich. Ja. Wie würdest du die Arbeit mit Quentin Tarantino beschreiben? Und die allgemeine Set-Atmosphäre? Ich würde es erstmal als sehr spannend bezeichnen, mit sehr, sehr, sehr großen Herausforderungen. Die Set-Atmosphäre ist schwierig, da ist von Himmel hoch jauchzen zu betrübt sein, Tobsuchtsanfälle, aber auch das andere, ja, auch riesige Freude. Also, es sind halt einfach, das ist ein sehr emotionaler Mensch und wir als Firma oder wir als Team müssen uns einfach auf solche Menschen einstellen. Ja. Ich sage immer, das sind Künstler, die muss man so Ja. nennen, wie sie sind. Ja. Auch wenn es manchmal so weit geht, dass man einfach irgendwie sagt, so, jetzt geht es einfach zu weit und das ist zu viel. Ja. Aber trotzdem, es gibt einfach in dem Bereich extreme Menschen und Ja. die machen aber auch tolle Filme. Ja. Und ich oder wir als Firma, als Dienstleister oder als Filmschaffende, egal in was für einem Bereich, egal ob das jetzt eine Maskenbildnerin ist oder Stunt oder Licht oder Kameramann, die müssen sich einfach auf solche Regisseure einstellen. Man muss lernen, mit solchen Menschen umzugehen. Und da hat man als Deutscher oft auch, also ich muss es auch ganz lange lernen, weil oder als viele Deutsche oder Europäer, die nehmen viele Dinge einfach zu persönlich. Ja. Da sind die Amerikaner oder im internationalen Filmbusiness ist es ein bisschen anders, ja. Das muss ich dann auch lernen und
Ja, ich bin dann zum Schluss wirklich auch gut mit Quentin ausgekommen, aber wenn man hier so die grauen Haare sieht, der hat einen großen Anteil dran. Ja. Ja. Oh Gott. Ja, das ist einfach ein enormer Druck wurde aufgebaut. Ja, und bei Inglourious Basterds, da war ja das Wort Visual Effect oder CGI, das durfte einem nicht aus dem Mund kommen. Der Quentin wollte alles practical haben. Alles. Jede Schießerei, in jeder Schießerei die Schauspieler vorne dran. Ja. Explosionen mit Stuntleuten davor, zum Teil mit Schauspielern. Ja. Also, und das ist dann halt einfach eine Belastung, weil du stehst da und Absolut. da steht ein Brad Pitt oder wer auch immer und steht, da sind Einschüsse und der steht da, ne, und du weißt genau, da kann ein Staubkörnchen oder irgendwas Ja. dem ins Auge fliegen Und schon ist und schon ja. ist da ein riesen Theater da. Aber wie gesagt, die Schauspieler wollten das dann auch tun, ja. Also man kann ja nur auf die Gefahren hinweisen, gut, das und das und das und das und das kann passieren. Aber man macht das ja auch schriftlich mittlerweile. Es gibt ja die Gefahrenbeschreibung oder Risk Assessment. Und dann muss eben die Produktion und der Schauspieler entscheiden, ob sie das Risiko eingehen oder nicht. Und wenn sie Richtig. es nicht eingehen, müssen sie da eben einen Stuntman hinstellen. Ja, genau. Ja? Und wenn sie das Risiko eingehen, dann macht dieser Schauspieler halt wirklich Stunts. Ja? Und dann kann auch mal was passieren. Also auch bei Inglourious hat auch ein Schauspieler einen Kratzer gehabt an der Backe, ja, durch einen Einschuss. Das passiert dann aber. Uns war dann aber auch. Das war damals der Christian Bergl, erinnere ich mich noch. Okay. Ich habe ihn dann auch 10-mal entschuldigt. Ja, es war nicht schlimm, es war eben ein Kratzer hier an der Backe, aber trotzdem, ja, es kam Blut und aber er war dann, er wusste, dass was passieren kann und hat dann auch toll reagiert. Man hat sich dann geeinigt, hat ein Fläschchen Wein zusammengetrunken und es war dann wieder in Ordnung. Aber jetzt in anderen Situationen, oder stell dir mal vor, du verletzt einen amerikanischen Schauspieler. Ja, der hat hier eine Narbe. Das kostet Millionen. Ja, und das ist eben, ja, das war eben das Schwierige und Aufregende bei Inglourious Basterds. Ja, und wenn du dann morgens an den Drehort gehst und du weißt, heute sind da alle Schauspieler da, dann musst du das und das und das machen. Lieber Gott, lass nichts passieren. Ja. Es muss ja nur ein Schauspieler irgendwo in die falsche Richtung laufen. Das kann ja mal passieren. Ja, und er läuft direkt vor die Wand, wo die Einschüsse sind. Oder Verpasst seine Markierung zum ja, oder Beispiel. verpasst seine Markierung oder sowas. Das kann immer passieren. Ja, er ist dort, wie gesagt, außer wirklich ganz kleine Kleinigkeiten, ist dort nicht passiert, weil das ist auch das Gute, wenn die Schauspieler wissen, da sind Spezialeffekte involviert, Ja, natürlich. dann machen die, das sind ja alles Profis, ja. Und die stehen dann auf dem Punkt und die halten dann auf dem Punkt und die halten sich dann an den Timing, ja. Also das hat dort prima funktioniert. Auch wenn man sich den Film ansieht, erkennt man ja, dass mit Sicherheit einige schwierige Szenen enthalten sind. Die Schießerei in der Kellerbar zum Beispiel, ja, dann die Operation Kino, als der Film dann vorgeführt wird, das waren mit Sicherheit unheimlich schwierige Szenarien für dich, oder? Für uns, Für euch natürlich. das war das Gute. Mein Schwager und ich haben den dann Film zusammen gemacht, ja. Und er konnte dann viel vorbereiten, also man wusste dann, wenn das vorbereitet ist, das funktioniert, aber das stimmt, war sehr, sehr schwierig, vor allem mit Feuer, mit dem brennenden Kino, das war eine riesen Herausforderung, ja, weil jeder, der schon mal neben einem Lagerfeuer stand, der weiß, wie heiß das wird und es gibt nur leider kein kaltes Feuer. Und in dem Kino, wir hatten praktisch, es gab zwei verschiedene Kinos, einmal einen kompletten Kinobau, Innenbau mit Leinwand, allem drum und dran, ja, wo man die ganzen Szenen gespielt hat. Und dann gab es nochmal in einer riesigen alten Betonhalle ein Kino, das nur für das Feuer da war. Und das war sozusagen nur ein gebautes U, das Ja. hinten offen war aus Sicherheitsgründen. Die Halle war auch sehr, sehr hoch, dass die Hitze weggeht. Ja. Aber das ganze Feuer, das man da sieht, das war alles real und da drin war es heiß. Das glaube ich Da war schon. es richtig heiß. Es hat sich auch ein Schauspieler leicht am Ohr verbrannt, weil er eben einfach, jeder wusste, wenn es heiß wird, geh raus. Ja. Jeder hatte die Möglichkeit, nach hinten wegzugehen, rauszugehen, wegzugehen. Ja. Und die Schauspieler standen dann da oben, haben nach unten geschossen und dem einen wurde es zu heiß, er ist dann rausgegangen, hat dann zurückgeguckt, hat gesehen, dass der andere noch da steht, schon wieder reingegangen und die standen dann so lange da, bis es dann eben ein bisschen zu heiß war, und einen kleinen Brandfleck. Am Okay. Ohr gehabt, war aber auch kein Problem, weil die wussten das und das Okay, war, sehr gut. ich glaube, es war auch mittlerweile beim dritten oder vierten Take, also
Die wussten, wie heiß es wird und wann man raus muss. Aber ich sag mal, es sind dann auch Momente und Situationen, die man dann einfach am Film sieht, dass es da heiß war, dass es dort gebrannt hat, ja? Dass die Schauspieler auf das Feuer reagiert haben und nicht, dass da ein Schauspieler vor einer grünen Wand steht und das Feuer an dem Computer gemacht wurde. Ja? Das war natürlich, ist natürlich bei ihm, das ist einfach toll. Ich denke, Tarantino, also Quentin Tarantino ist sehr perfektionistisch und auch sehr, also ein Purist, denke ich. Also auch ein Cineast, der eben auch die Handwerkskunst wirklich noch zu schätzen weiß. Dann aber auch dementsprechend gewisse Risiken auch nicht scheut, wie du eben sagst. Ja, auf jeden Fall. Ja. Kann ich nur bejahen. Das ganze Leben ist ein Risiko. Ne? Wenn man auf die Straße geht, kann man überfahren werden. Man muss eben das so gut wie möglich im Griff haben, alles. Aber Quentin ist ein hundertprozentiger Cineast, ja, und die handwerkliche Kunst ist dann ganz wichtig, ja. Und ich muss auch sagen, was der, wie Quentin mit Schauspielern arbeitet, das ist ein Wahnsinn, ja. Also das habe ich so danach nicht mehr gesehen, ja. Wie der Schauspieler motivieren kann, ja, oder auch zum Teil ein Team motivieren kann oder auch Leute motivieren kann und das Letzte aus denen rausholen, ja. Über die Art und Weise, wie er das tut, Da bin ich nicht einig mit ihm, aber was er macht und wie er die Leute motiviert, das ist schon einmalig. Ja. Ich bin auch ein großer Fan von seinen Filmen und wie du schon sagst, also Inglourious Basterds, glaube ich, gehört im Ranking von seinen Filmen. Ich glaube, zwischen Platz 1 und Platz 2 schwirrt das Ding immer hin und her. Aber es ist teilweise echt eine Freude, mit ihm zu arbeiten, aber teilweise auch überfordert sein. Aber er ist so ein Mensch mit zwei Gesichtern. Ja? Okay. Wenn er in seinem Workmood ist, ja, ist es ein anderer Mensch, wie wenn man jetzt so mit ihm spricht, ja, oder so mit ihm umgeht. Ja? Und dann, wenn er arbeitet, dann fallen eben auch mal Worte und in einem Ton. Ja, klar. Aber da ist er nicht der Einzige. Klar. Mir macht es nichts aus. Ja? Okay. Ich kann damit leben, ich kann damit umgehen. Und trotzdem, wenn man dann seine Arbeit sieht, die man gemeinsam Quentin gemacht hat, das ist tipptopp. Ja. Und da ist man dann natürlich auch stolz drauf. Ja. Aber es wird auch schon mal laut ab jetzt. Ja, natürlich wird es mal laut. Auch das war früher gang und gäbe, ja. Da gab es Regisseure, da sind die Fetzen geflogen. Ja. Das hat sich, muss ich ehrlich sagen, weil wir vorhin über Änderungen gesprochen haben, das hat sich schon geändert. Ja, wie das früher war zum Teil, das gibt es heute kaum noch. Ja. Also das weiß man auch zum Beispiel von einem Rainer Werner Fassbinder, dass der auch so ein Regisseur war. Und oh ja. Wenn man Interviews von Klaus Kinski anguckt, da sieht man die Schauspielerseite, ja, der dann eben auch so war. Aber die Menschen, muss man ja auch verstehen, die sind ja auch unter einem enormen Druck. Ja. Auf jeden Fall. Die bekommen von einer Filmproduktion, ich sage jetzt mal 50, 80, 100 Millionen. Ja. Ja, und dann muss es funktionieren. Und dann der Druck ist enorm. Ja, das ist ein unheimlicher Druck da. Enormer Druck. Ja, man hört, Fassbinder, gutes Stichwort, er hatte, also auch sein Kameramann, der Michel Ballhaus, den man ein bisschen kennt. Leider auch nicht mehr unter uns. Er hatte auch in seiner Biografie über Fassbinder deutlich gesprochen und gewisse Dinge thematisiert, die das eben auch im Set manchmal etwas bunter zuging. Aber viele Regisseure haben oder hatten diesen Ruf, etwas sag ich mal, Dampf abzulassen, wenn es eben nicht läuft, ja, weil du eben auch sagst, die Produzenten sitzen den Leuten im Genick, die Studioleiter, ja, der oberste Studioboss, die müssen ja sicherstellen, dass alles läuft, dass man sich innerhalb des vorgegebenen Budgets aufhält und. Ja, also wenn dann mal jemand wirklich die Nerven verliert, dann... Das gibt es überall, guck mal in Sport, ja. Ja, natürlich. Und ich finde es einfach auch toll, ich mag nicht diese in Anzüge, in Systeme gezwängte Menschen, ja. Ja. Das gefällt mir zum Teil auch am Fußball oder an der Formel 1 nicht mehr, ja. Die sind richtig trainiert, Antworten zu geben, ja. Und wenn dann mal einem der Kragen platzt, wie Vettel jetzt zum Beispiel beim letzten Mal, dann findest du einfach gut. Ja. Ja? Und dann schimpft er und meckert halt mal oder dann tritt er mal gegen den Schild. Ja, mein Gott, das gehört dazu. Und auch das bewundere ich auch immer, das ist bei Schauspielern und Regisseuren genauso wie bei Sportlern, ja, die kommen vom Fußballplatz, die haben irgendwie 200 Puls, so ein Brass und dann werden die gefragt, wie war das Spiel? Ja,
klar. Er sagt, so, verdammt nochmal, das Spiel war Mist, ja. Das fehlt manchmal, ja. Lass die Menschen mal aus sich rausgehen, was sagen, es passt. Es wird viel zu stark aufgebauscht im Nachhinein. Und auch, man wird ja auch immer unter die Lupe genommen, das darf man nicht sagen. Die werden, wie du sagst, auch gecoacht von Presseleuten. Das dürft ihr sagen, das dürft ihr unter gar keinen Umständen sagen. Und versucht die Aggression zu minimieren. Aber ich finde es falsch. Ja. Ich finde es falsch. Es gibt einfach unterschiedliche Menschen, die unterschiedlich reagieren. Und dann sollte man mal Kragen platzen und irgendwie, dann kommt mal ein blöder Spruch, ja und? Mein Gott, was ist da so schlimm dran? Ja? Alle werden ins System gepresst und ach jo, nicht dies sagen, jenes sagen. Oder auch mal was Falsches sagen, ja, und sich danach entschuldigen, dann muss es auch wieder gut sein, ja. Und also wie gesagt, ich kann mit sowas umgehen, auch mit Regisseuren, der dann mal sagt, ach du, was hast du da für eine Scheiße gemacht, du bist ja doch nicht fähig, Spezialeffekte zu machen. Und was man alles hören muss, ja. Und dann weiß ich, okay, der hat gerade 1000 Dinge, der hat vielleicht auch Ärger gehabt mit seinem Schauspieler, weil der die Szene nicht so spielen wollte. Der Produzent hat gesagt, du, jetzt müssen wir aufhören und er hat es nicht perfekt, wie er das will, ja. Dann platzt ihm eben mal der Kragen und ja, am nächsten Tag ist es wieder gut. Oder viele, alle Regisseure, John Woo war ja auch so einer, den kennt man ja auch. Das glaube ich, dann. Ja. Ja, da gibt's. Aber ich muss echt sagen, ich habe nach wie vor zum John Moore einen sehr guten Kontakt. Der schreibt man Weihnachten immer oder ich schreibe ihm super. Und sage, hey, get my friend, how are you, bla 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 und so und was machst du gerade? Und die haben auch, das sind auch wirklich auch ganz tolle Menschen, ja. Die sind halt einfach unter Druck und manche Leute, wenn die brutal unter Druck stehen, dann muss es auch irgendwann mal ein Ventil geben, wo es rausgeht. Was ist da dabei? Wo ist das Problem? Ja, dann geht es raus und dann ist es wieder gut. Ja, und ein Fußballspieler braucht es, ein Tennisspieler braucht es, ein Formel-1-Fahrer braucht es. Er muss irgendwo hin, ja. Das muss ja irgendwo hin, diese Aggression, die da entstanden ist. Aber nichts Böses, wenn einer mal flucht. Ich finde es nicht schlimm, das ist eine menschliche Seite. Ich auch nicht. Ja, und wie gesagt, auch danach, auch mit Quentin, ja, der kam bei der Kinov nach der Teamvorführung dann her und kam, was weiß ich, ein paar hundert Meter über die Straße gelaufen kam zu mir, hat mich in den Arm genommen und gesagt, hey Gerd, super Job, sieht echt alles gut aus und hat Spaß gemacht. Und es tut ihm leid, dass er da manchmal so war, ja, Entschuldigung dafür. Top, wunderbar, ja, super. Kann ich mitleben. Super. Ist mir lieber einer so, wie wenn er dir immer jemand auf die Schulter gibt, ah, super, guter Job, klasse, und dann zwei Tage später sitzt du vor der Tür. Ja, weil es geht dann über den Produzenten, Sehe ich genauso. Ja, da gebe ich ja völlig recht. Gerd von Tarantino zu Steven Spielberg. Ich würde gerne über Steven Spielberg sprechen, weil du auch mit ihm bei Bridge of Spies gearbeitet hast. Ja, genau. Ein Film, den ich persönlich für einen seiner besten aus den letzten 10 Jahren halte. Wie war denn die Arbeit mit Steven Spielberg? Ein unglaublich erfahrener Regisseur, ein brillanter Regisseur. Wie wurden die Aufgaben für euch bei Bridge of Spies verteilt? Ja, es war ein bisschen anders. Man hat zum Steven eigentlich relativ wenig Kontakt immer gehabt. Also die meisten Absprachen liefen über seinen Regieassistenten, mit dem er schon jahrelang gearbeitet hat, und über seinen Kameramann. Also man hat weniger Kontakt zum Regisseur direkt gehabt wie bei anderen Filmen. Okay. Das ist ja auch klar. Ja. Sonst es war für mich so ein Meilenstein in meiner Filmkarriere. Ich meine, ich habe immer, wo ich angefangen habe, Serien zu machen, haben wir immer scherzeshalber gesagt, wir wollen mal mit Steven Spielberg drehen. Ja. Weil Steven Spielberg ist einfach so ein Regisseur, wo du denkst, wow, wenn du mit dem mal gedreht hast, dann aber. Ja. Und ich hatte da auch furchtbar, Angst will ich jetzt nicht sagen, aber ein bisschen, sagen wir, schwäbisch, so Muffensausen, ja, klar. Mit so einem Namen zu arbeiten und dann den auch zu bedienen, ja, seine Qualität, die Qualität, die er haben möchte, zu liefern. Es war auch anstrengend auf eine andere Weise, aber das ist halt Steven ist halt so ein ganz, ganz ruhiger, der sitzt dann mit seinem Regiestuhl, guckt sich dann die Sache an, sagt dann zu seinem Regieassistenten, du, das und das und das und das gefällt mir nicht, gehen wir da hin, und dann kommt er oder sagt auch, du, Gerd, nee, kannst du das nochmal anders machen, es läuft sehr ruhig, aber es ist anders, das kann man nicht vergleichen. Aber er ist sehr, sehr genau, sehr, sehr gut vorbereitet. Auch kann wirklich
ganz toll mit Schauspielern arbeiten. Also doch, ist, wette ich, ja. Ja, ja. Und das ist für mich auch beeindruckend. Es gibt so wirklich, da sieht man einen Unterschied zwischen Regisseuren. Manche sind ganz tolle Bildgestalter und Geschichtenerzähler, können aber nicht so gut mit Schauspielern umgehen, was natürlich auch eine große Herausforderung ist. Ja. Also mit so ein paar Megastars zu arbeiten, da muss man schon auch, entweder muss man einen Namen haben wie Quentin Tarantino oder Steven Spielberg, ja, dann Ron Howard zum Beispiel. Ron Howard, dann funktioniert das. Oder man muss wirklich einfach die Schauspieler überzeugen von dem, was man will, weil es gibt dann eben auch Schauspieler, sagen, ja, also das finde ich nicht so gut, spielen wir es lieber anders und so. Und manchmal ist das gut, ja, weil da gibt es ja erfahrene Schauspieler, die da gute Tipps bringen, und manchmal steht man auch da und denkt, oh Mann, was diskutieren die da jetzt schon wieder? Die sollen doch das einfach dem Regisseur seine Ideen umsetzen. Ja. Aber klar, natürlich, das gibt es alles. Ja. Wenn man natürlich Spielwerk heißt oder wie auch immer, dann läuft das anders. Aber wie gesagt, es gibt einfach auch unterschiedliche Regisseure in ihrer Arbeitsweise, in ihrem Talent und natürlich und allem. Ja. Da gibt es einige, die mit Sicherheit, also die visuell sehr gut sind, aber mit Schauspielern nicht unbedingt. Ja. Man sagt, dass Michael Bay jemand ist, der nicht immer so gut mit den anderen Leuten kann, aber das habe ich jetzt gehört, das ist keine persönliche Erfahrung. Also das kann ich, das weiß ich nicht, ich habe nie mit ihm gearbeitet, keine Ahnung. Aber man hört da immer viel, ja, natürlich. Viele Sachen, die man da hört, die durch die Presse gehen. Also viel Käse. Ist viel Käse dabei, vor allem im Hollywood-Bereich, ja, da guckt jeder drauf vieles stimmt nicht, vieles ist übertrieben, vieles ist untertrieben. Aber das braucht diese Filmwelt auch. Mit Ron Howard hattet ihr auch gearbeitet? Da habe ich nicht, das war mein Schwager, der hat mit ihm gearbeitet. Bei Rush, ja, der war total happy, Uli. Also die Zusammenarbeit mit Ron Howard war auch super. Das war ein ganz, ganz, ganz toller Regisseur. Ja, auf jeden Fall. War gut. Das sind eben so einfach tolle Erfahrungen mit solchen Menschen. Apropos tolle Erfahrungen, Blade Runner. Du kamst ja zu diesem Projekt, wie du, also was du vorhin geschildert hast, deine erste Zusammenarbeit mit Denis Villeneuve und natürlich auch mit Megastars. Ja, man hat Harrison Ford, ja, man hat Ryan Gosling, ja, Jared Leto auch dabei, noch einige andere. Auch ein Film mit großen Herausforderungen. Ja, man sieht sehr viel Nebel in dem Film, Regen, Schnee. Ja, dann die Szene am Schluss quasi mit der riesigen Flutwelle. Ja. Könntest du das etwas beschreiben, wie ihr da gearbeitet habt, um das alles wirklich leisten zu können? Wenn ich das beschreiben würde, dann wäre das ein abendfüllendes Gespräch. Prinzipiell zu Blade Runner, wie du schon sagst, es war einfach ein tolles Projekt mit wirklich tollen Leuten, mit einem tollen Cast, mit einem wahnsinnig tollen Filmteam. Ja. Wenn ich nur denke, also Denis Villeneuve, das ist ein Traum, mit ihm zu arbeiten, ein toller Regisseur. Roger Deakins. Einer der, wenn nicht der beste DOP-Kameramann auf der ganzen Welt. Sensationell. Der war 13 Mal für einen Oscar nominiert, hat nie einen Oscar gewonnen. Kann man sich das vorstellen? Da sitzt er 13 Mal drin und gewinnt nie, und für Blade Runner hat er gewonnen. Ja. Aber egal, ob das die Make-up-Crew war, ja, oder die Props, also die Requisite, Stunts, es war einfach rundum ein perfektes Team. Es war eine rundum tolle Stimmung am Set, was auch Roger Deakins und Denis Villeneuves Ziel war, ja, eine gute Stimmung zu halten. Und es macht Spaß, da jeden Tag an den Dreher zu gehen und mit denen zu arbeiten. Sehr wichtig. Es war eine riesen Herausforderung. Es war einfach die Zeit für alles zu knapp. Ja. Wir haben wirklich sehr, sehr viel gearbeitet, sehr, sehr viel gebaut. Es war von der Arbeit her also ein sehr, sehr anstrengendes Projekt, aber ich muss sagen, mein Team und ich, keiner will da eine Minute von missen. Ja. Glaube ich. So jeder, man redet da nach wie vor gern drüber. Ja. Und das war toll. Es war zwar einfach ein geniales Projekt mit einem Abschluss, den man sich nie erträumt hätte, und das Oscar gewinnen. Das war irre.
aber auch wirklich sehr viel schwierige Szenen. Ich erinnere mich auch noch eine, als Ryan Gosling in einem Raum läuft und diese Frau aus diesem Vakuum, quasi aus diesem vakuumierten Beutel, rausschlüpft. Ich glaube, Mr. Leto, der in den Raum läuft. Jared Leto. Ja, das war so eine Bestrafung. Man guckt diesen Film, man sieht, wie die Frau da aus der Plastiktüte rauskommt. Aber was dahinter steckt, das war wahnsinnig viel Vorbereitung, viel Stress. Also das war für mich der anstrengendste Drehtag für den ganzen Film. Okay. Ja, viele werden jetzt nicht verstehen, warum. Aber es war einfach so, dass mir, also ich versuche mal mich kurz zu halten, Drehbuch stand, eine nackte Replikantin wird geboren, ja. Und da haben wir gedacht, na wunderbar, am D-Drehtag haben wir nichts zu tun. Weit gefehlt. Irgendwann kam dann mal Daniel Villeneuve und sagt, du Gerd, also ich habe mir das so vorgestellt, dass da eine Gebärmutter oder ein Geburtssack in einem Raum hängt, durchsichtig mit Schleim drin, so vielleicht so honigfarben irgendwas. Und da ist eine Frau drin und die rutscht dann ganz langsam aus diesem Sack raus und der Sack geht nach oben. Und ich dachte, kriegst du das irgendwie hin? Und sage ich, oh, Danny, kann ich dir jetzt nicht sagen, müssen wir uns mal Gedanken machen drüber. Ne? Und eine nackte Frau an der Decke aufzuhängen ist schon mal eine Schwierigkeit, ja, weil in einen normalen Gurt kann man den nicht rein tun, weil ja. Das sieht man ja, ja, oder an irgendwelche Schnüre oder einen Stuntrick zu hängen, das hätte nicht funktioniert. Es hätte schon irgendwie funktioniert, aber man musste dann alles rausmalen und. Wir haben dann auch mit dieser Tüte oder mit diesem Geburtstag ewig rumgemacht, wie machen wir das? Und wir sind dann eigentlich drauf gekommen, dass man die, weil man was Ähnliches schon mal gemacht hat, auch sehr ähnlich, praktisch haben wir gesagt, okay, wir bauen uns eine Plastiktüte, schweißen die uns zusammen und vakuumieren die ein. Also im Prinzip wie beim Metzger die Würstchen einvakuumiert werden. So haben wir das dann gemacht und da hatten wir auch die Möglichkeit, diese Tüte nach oben zu ziehen mit der Frau drin und dann das Vakuum auszuschalten und die ist dann ausgerutscht. Ja. Das hört sich jetzt einfach an, wir haben dann ewig mit der Stuntfrau probiert, weil mit dem Schleim war das Problem. Ja. Die Stuntfrau hat in der Tüte gehalten, solange da kein Schleim drin war. Okay. So, weil da Schleim drin war, bin ich hochgezogen, dann ist sie ein Stück gerutscht, dann musste die ja nach wie vor atmen können da drin. Das heißt, wir haben der ein Atemröhrchen gegeben und ein kleines Löchchen in die Plastikfolie reingeschnitten. Ja. Und haben das dann, mussten das aber auf den Boden hinlegen und dann erst hochziehen. Also mussten das Vakuum am Boden einschalten und dann konnten wir die hochziehen. Und dann ist uns das immer wieder passiert, dass wenn wir die hochgezogen haben, dann ist die verrutscht. Ja. Und das Röhrchen verrutscht und keine Luft mehr kriegen. Wir mussten auch einmal eine rausschneiden, ein Messer, also eine Stuntfrau. Ja. Es ist kein Problem, ja, die muss ja nichts anderes wie 15 Sekunden die Luft anhalten, aber wenn man sich das vorstellt, dass man in eine Plastiktüte gepresst wird, man kann sich da keinen Millimeter bewegen. Ja. Du sitzt da drin und die Tüte drückt auf den Brustkorb und die Luft wird knapp und so lange Rede, kurzer Sinn, irgendwann hat es mal funktioniert mit einer Stuntfrau, wir haben das da gebrot, Danny hat sich das angeschaut, sagt, oh, sehr super, gefällt ihm, ganz toll, machen wir so. Ja. Und dann war okay, wunderbar, das Ding ist abgeschlossen und da kommt die Stuntfrau rein und wir machen das. Und dann kam er dann nochmal irgendwie zwei Wochen vorher und sagt, ja, mit der Stuntfrau, können wir das mit einer Schauspielerin machen. Dann habe ich gedacht, okay, ja. Und dann hat man aber wirklich, also so eine tolle Schauspielerin, die hat es eigentlich besser gemacht wie die Stuntfrau. Man sagt, die ist einfach ruhig geblieben. Ja. Man hat ja gesagt, du, dann kommst du in die Tüte rein, man hat es auch zwei, dreimal geprobt mit ihr, dann kommst du in die Tüte rein, die war dann auch nackt, also die hatte nichts an, das ist ja auch noch so eine Schwierigkeit beim Drehen, ja. Und dann haben wir in die Tüte rein, dann auch mittlerweile sind wir auf die Idee gekommen, nicht nur eine Tüte zu machen, sondern zwei, in einer Tüte ist der Schleim, in der anderen Tüte ist die Frau, ja, und somit ist sie da drin besser, hat die bessere Haftung und Haltung gehabt in dieser Tüte und hat es dann mit ihr zweimal geprobt, glaube ich, und es hat super funktioniert. Und am Drehtag dann angekommen, haben wir das dann eben gemacht und ich glaube, wir haben das 5-6 Mal gedreht. Okay. Und man steht dann halt da und denkt, oh, scheiße, wenn jetzt was daneben geht. Weil die hat dann, im Prinzip muss man sich vorstellen, wenn man sich eine Plastiktüte über den Kopf macht und die Luft raussaugt. Ja. Natürlich. Und als kleines Kind kriegt man sich auch mal gesagt, keine Plastiktüte. Und man steht dann halt da bei jedem Take und das sind dann auch irgendwie, wir haben zwei Leute gehabt, die sie da reingemacht haben, dann muss man die Folie unten zuschweißen. Ja.
Die musste man aber ganz exakt zuschweißen nach einem ganz bestimmten Prinzip und nach einer Zeit. Weil wenn man die zu fest geschweißt hat, ist die nicht aufgebrochen. Ja. Wir haben dann immer die Möglichkeit, also man hatte die Möglichkeit noch, wir hatten zwei Atemluftschläuche drin, die man, wo man Atemluft in die Tüte einblasen konnten, wenn irgendwas daneben ging. Ja. Und ja, und die haben wir dann auch dann reingelegt, ein bisschen mit Schleim eingeschmiert, sowas, was geht, also nicht rutscht, die Tüte zugeklebt. Sie hat dann durch das Röhrchen okay. geatmet und haben dann gesagt, oh, Achtung, da schaltet das Vakuum ein. Da hat man die einvakuumiert und hat die hochgezogen und dann hat man praktisch nach 10 Sekunden, wo die oben war, hat das Röhrchen ausgespuckt, die Luft angehalten und dann habe ich bis 15 gezählt und habe dann im Bernd meinem Selbstsupervisor das Kommando gegeben, dass er das Vakuum ausschalten soll. Okay. Und der hat dann wieder 5 Sekunden gezählt und hat dann langsam Atemluft eingeblasen. Ja. Und dann ist die Idee eben so Vakuum ausgeschaltet, dann hat es die Luft gezogen, dann ist die Atemluft rein und dann hat die Haftung verloren, ist dann nach unten ausgerutscht. Ja. Und ist ja auch noch so, dass wenn die rausrutschen und alles ist schleimig, dann kann die sich hier auch, die ist ja dann, haben die ja so einen guten halben Meter, 80 Zentimeter vom Boden weggezogen, ist dann da rausgeknallt und rausgerutscht. Die kann sich dann auch in den Beinen wehtun oder ersticken oder die kriegt da irgendeinen Panikanfall oder die. Das war für mich der schlimmste Drehtag. Nach dem Drehtag, ich bin im Eck gesessen und war irgendwie eine halbe Stunde nicht ansprechbar von niemand. Aber trotzdem, wenn man dann das Resultat, dann kam der Regisseur nach dem Take und hat gesagt, hey, super Jungs, echt toll, genauso haben wir uns vorgestellt. Super, klasse. Aber man sieht es eben nur so nebenbei im Film, was da dahinter steckt, das sehen die wenigsten. Und so ist bei jedem Effekt, ja, bei jedem. Bei Blade Runner steht ein Kochtopf, ja, in dieser Farm, wo es die Schlägerei gibt, der auf dem Herd steht und da dampft es. Ja. Das war auch ein Kochtopf, den haben wir speziell präpariert, da waren zwei, drei Dampfleitungen drin, musste den Deckel genauso präparieren, dass der Dampf genau da rauskommt, wo es dem Roger Deakins gefallen hat. Auch solche Kleinigkeiten, ja. Die einmal Zuschauern auffallen, sind einfach zwei, drei Tage Arbeit für uns. Ja. Und so ist es. Und dann bei größeren Dingen, wie bei, zum Beispiel bei dem Wasserbecken, das war wochenlange Arbeit, wochenlang. Das war auch so, man wollte erst wollte die Produktion nach Malta gehen, dort im Wasserbecken drehen. Da gibt es ein Wasserbecken und das ging dann irgendwie von Schauspieler, Verfügbarkeiten nicht. Und dann haben die gesagt, naja, gut, dann bauen wir ein Wasserbecken in Budapest. Ja, dann haben die 50 mal 50 Meter großes Wasserbecken gebaut, ohne Technik drin. Ja. Dann muss man Filteranlagen bringen, dann muss man Heizung bringen, dann muss man Wellenmaschinen bauen, dann muss man so Wassersprühgeräte bauen, das war ein gigantischer Aufwand. Das glaube ich. Das sieht auch sehr beeindruckend aus im Film, dementsprechend das Finale des Films wirkt visuell sehr beeindruckend. Der ganze Film ist sowieso visuell sehr beeindruckend. Ja, das ist wirklich tolle Arbeit und dafür gab es auch den wohlverdienten Oscar. Glückwunsch nochmal dazu. Ja, bei dem Film finde ich, kann man bei Blade Runner, den Film kann man anhalten, wo man will. Man kann ein Foto machen und das ist jedes Foto davon ist ein Kunstwerk. Das ist wirklich so, also auch diesen Roger Deakins, seine Ideen, und also, du bist ein Genie. Ja. Einer der besten Kameramann. Und ein Gentleman, also wirklich, wirklich wahr. Ein toller Mensch. Super Kameramann. Also ja. Einer der besten. Einer der besten. Es gibt auf jeden Fall. Einer der besten, muss man wirklich so sagen. Also, Top 5 auf jeden Fall. Ja, aber auch, wie du gesagt hast, die ganzen Nebel, Schneesachen, das war alles. Es war alles auch eine Standardsache, ja, weil es war Schnee, der Danny wollte, dass der Schnee schmutzig aussieht durch die Umweltverschmutzung. Es gibt keinen weißen Schnee, das ist alles schon grau oder schwarz. Das war alles auch eine spezielle Herausforderung. Oder die Nebelszenen. Ja. Den ganzen Nebel haben wir alles mit Wasser realisiert. Ja. Im Prinzip, wenn man es vereinfacht gesagt, denn jeder kennt so einen Kercher Hochdruckreiniger, wo man das Auto mit wäscht, wenn man die Pistole da mal hochhält und die mal wirbelt, dann sieht man ja auch schon so ein bisschen genau. Nebel. Ja, und im Prinzip mit diesem Prinzip haben wir bei Blade Runner den meisten Nebel gemacht und man sieht es einfach, weil normaler Nebel wird eben mit Nebelmaschinen gemacht, ja, das ist mehr Rauch. Aber da ist der Nebel, sind kleine Wassertröpfchen, ja, und in einem Wassertropfen bricht sich das Licht anders wie jetzt im Rauch. Ja. Und das sind einfach so Sachen, die man unheimlich sieht, aber die unheimlich aufwendig waren. Manche Studios, da standen außen irgendwie 15 Hochdruck-Wasserpumpen mit ein paar hundert Meter Schlauch verlegt und Düsen, hunderte von Düsen da drin. Und dann war es anders, wenn es draußen trocken und heiß war, war der Nebel anders, wie wenn es
wenn es geregnet hat, also das war ein gigantischer Aufwand. Wahnsinn. Irgendwann nach so 3-4 Wochen hat man das dann raus mit dem Nebel, aber es war mit unheimlich viel Tests verbunden. Es hat am Anfang überhaupt nicht funktioniert. Ja. Okay. Viele Details. Und Roger Dickens hat dann da natürlich auch unter Druck gesetzt. Er hat gesagt, Leute, wenn das mit dem Nebel funktioniert, dann funktioniert der ganze Film nicht. Ja. Dann stehst du da und denkst, das hätte ja nicht funktionieren können. Ja. Natürlich. Also wir haben irgendwie nach 10, 15 Testtagen haben wir dann erstmal herausgefunden, wie es dann funktioniert. Das war auch mehr durch einen Zufall. Ja. Klar, das System hat funktioniert und man konnte auch mit den Düsen Wasser machen, aber man kann ja die Motoren die ganze Zeit laufen lassen, muss man ausschalten, dann muss ich der Nebel halten, dann muss gleichmäßig sein. Und das war eine gigantische Herausforderung. Auch dann am Drehort zu bedienen und zu steuern. Also normalerweise kann man sagen, dass Bernd, mein Set-Supervisor, der das dann meistens macht, normalerweise braucht er am Tag eine Batterie von einem Walkie-Talkie. Okay. Wenn wir das mit dem Nebel gemacht haben, hat er 5 Batterien verquatscht am Tag. Ja. Weil du dauernd Kommando geben musst, also Anlage Nummer 15 an 13 aus. Aber es hat funktioniert und es hat sich gelohnt. Ja, und es sieht einfach klasse aus. Ein klasse Gesamtkunstwerk, spitze. Und du wirst ja auch, also gehst ja jetzt auch wieder zurück nach Budapest, weil du wieder mit Denis Villeneuve arbeitest am neuen Film Dune, über den du wahrscheinlich jetzt noch nichts verraten darfst. Aber ich wünsche dir auf jeden Fall wieder eine klasse Zusammenarbeit mit Denis Villeneuve. Das wird mit Sicherheit super laufen. Davon gehe ich aus. Toller Regisseur, sehr viele gute Filme gemacht. Ich denke, du hast auch wieder ein Top-Team, mit dem du arbeiten kannst. Und auf jeden Fall möchte ich mich bei dir bedanken, dass du dir auch die Zeit genommen hast für mich. War wirklich klasse. Und ich hoffe, wir werden weitere Interviews machen in der Zukunft, wenn du neue Projekte dann am Start hast. Ja, können wir gern tun. Und ja, Dune ist auch wieder eine riesen Herausforderung, genau. Wieder mit Denis Villeneuve. Aber ansonsten ist das Team eben ein anderes Team wie bei Blade Runner. Ja, muss ich wieder umstellen. Aber es ist auch, denke ich mal, ein erfolgreicher Film. Sind auch tolle Schauspieler dabei. Wir haben einen tollen Drehort gedreht. Also, ja, ich glaube, da kann sich der Zuschauer drauf freuen. Da gibt es ja auch eine große Fangemeinde von Dune, ja. Ich bin ja mal gespannt, wenn ich das Endprodukt sehe. Ich sehe ja im Moment auch immer nur die Schnipsel. Richtig. Ja. Ich sehe ja nie das Gesamtkunstwerk. Genau. Ja. Es ist, wenn man was sieht, ist es alles ohne Visual Effects. Ja, ja. Die haben da noch eine Riesenaufgabe mit, was weiß ich, Wüste einbauen und. Da muss man jetzt mal warten, bis man das ganze Kunstwerk sieht, aber da geht es mir wie den vielen Leuten. Genau. Ich sehe das vielleicht 2-3 Tage früher wie alle anderen, aber ja, ich bin wirklich gespannt. Ich bin gespannt. Ich denke, da können wir uns alle drauf freuen, unser Publikum auch. Und Gerd, nochmals vielen Dank. Ich bedanke mich auch. Danke. Und schönen Tag noch. Dir auch. Tschüss.